Hallo meine lieben Stempelfreunde, ich bin's wieder Daniela von kreativmachglücklich.de und heute geht's endlich weiter mit unserer Explosionsbox. Und zwar machen wir heute die Double Sliding Card. Ich weiß, viele warten schon sehnlichst drauf, aber es tut mir wirklich, wirklich leid, dass sich die ganze Reihe so lang zieht. Bei mir waren privat auch so viele unerwartete Ereignisse und auch meine ganzen Auftragsprojekte, die ich machen musste, die sollten fertiggestellt werden. Ich habe auch ganz viele Sachen, die ich noch zu Weihnachten eigentlich basteln wollte und verschenken wollte an die Familie, Bekannte, Freunde. Schaffe ich alles nicht mehr, aber heute geht es auf jeden Fall mit einem Video weiter zu dieser Karte. Was ihr dazu benötigt, ganz wichtig, ihr braucht so eine Klarsichthülle. Die hat sicher jeder von euch zu Hause. Die muss auch gar nicht schön sein. Das kann auch eine alte sein. Das sieht man nachher alles gar nicht. Wir brauchen die nur für die Technik. Da habe ich mir zwei Teile zugeschnitten in jeweils 4,5 auf 10 cm. Und das ist der eigentliche Trick, was ihr dazu benötigt für diese Mechanik. Dann lege ich das mal kurz auf die Seite. Dann benötigen wir drei Kärtchen in 7 auf 7 cm. Wir brauchen nochmal zwei Teile in 6,5 auf 6,5 cm. Und wir brauchen vier Teile in 4,5 auf 6,5 cm. Ich habe mir die einfach an den Seiten noch abgerundet mit dem Envelope Punchboard. Und dann habe ich mir noch eben die Bildchen dazu gemacht. Die sind dann 4,3 auf 6,3 cm. Die werden dann später einfach hier aufgeklebt. Ja, da kommt es halt auch wieder drauf an, wollt ihr Bilder dazu machen oder andere Aufleger. Genau, wir fangen jetzt mal an mit diesem Teil hier. Ich lege das alles mal, wo lege ich es hin? Ich lege es mal darüber, sonst das nicht in den Weg kommt. Erkläre es auch später nochmal. Müsst ihr euch jetzt nicht alles aufschreiben. So, jetzt benötigen wir unseren Papierschneider. Jetzt legen wir uns das an bei einem Zentimeter, schneiden aber hier nicht komplett runter, sondern schauen hier auf dieser Skala und legen das an bei einem Zentimeter und schneiden das runter bis auf 5,5 cm. Jetzt schieben wir das rüber bis auf 1,2 cm rüber. Und machen das gleiche nochmal, also bei einem Zentimeter ansetzen und runterziehen bis auf 5,5 cm. So, jetzt sieht das Ganze dann so aus. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite nochmal, bei einem Zentimeter, hier auch bei einem Zentimeter, runter bis auf 5,5. Rüberschieben auf 1,2 cm, anlegen, bei 1 cm runter bis auf 5,5. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann müssen wir uns jetzt einfach hier diesen Teil rausschneiden. Wie gesagt, ich hoffe, es passt bei mir einigermaßen. Denn ich bin so einig, ich hänge da wirklich mit der Nase direkt über dem Papierschneider. Trotz Brille. So, jetzt schneide ich mir das hier raus. So, und dann haben wir hier schon die Basis. Und das gleiche macht ihr jetzt nochmal mit dem anderen Kärtchen. Das brauchen wir nämlich zweimal. Wir können aber trotzdem jetzt hier schon weitermachen. Ihr müsst dann einfach zweimal machen. Jetzt kommt hier eben diese Folie rein. Wie gesagt, 4,5 cm auf 10 cm habe ich die zugeschnitten. Dann brauchen wir ein bisschen Abreißklebeband. Ich gucke mal kurz, ob das passt. Ja, also man muss dann trotzdem immer noch mal ein kleines Stück abschneiden. Aber das mache ich dann immer so ein bisschen nach Gefühl. Jetzt tue ich mir hier das Abreißklebeband drauf. Auch aufpassen, dass ihr das nicht so knickt. Das will nicht so recht, wie es soll.
So. Und jetzt wird das hier einfach ja relativ bündig hier drauf geklebt. Also es sollte nicht zu straff sein, aber auch nicht zu locker. Einfach, dass es noch ein klein bisschen Spiel hat. Jetzt klebe ich mir das hier so drauf. Und das war natürlich krumm und schief. Nehme ich nochmal weg. So. Und dann einfach gucken, ob das jetzt auch schön läuft. Das funktioniert. Und das, was jetzt hier so übersteht, das klebe ich mir jetzt weg. Das schneide ich mir jetzt einfach noch weg hier, damit das hier nachher nirgends unsere Mechanik stört. So, und das war es eigentlich schon. Also die Karte ist total einfach. Dann nehme ich mir jetzt hier diese Teilchen. Davon nehme ich mir jetzt zwei. Wie gesagt, 4,5 auf 6,5 cm. Ihr könnt die rechteckig lassen oder wie ich jetzt einfach noch die Ecken hier abrunden. Und dann wird das eine hier drauf geklebt und das andere, mal kurz überlegen, das eine wird hier aufgeklebt und das andere hier aufgeklebt. Passt auf, dass ihr das nachher nicht so habt, dass dann hier das Abreißklebeband ist, denn das ist quasi unser Stopper. Also gucken, dass das auch alles an Ort und Stelle ist, damit es auch funktioniert. Damit das hier so rübergezogen werden kann, muss das hier drauf. Und das da drauf. Das mache ich jetzt gleich. Ich tue erst noch schnell meine Deko hier drauf kleben. Und zwar, ich muss kurz überlegen, so. Und was ihr auch berücksichtigen müsst, also nicht, dass ihr das nachher, wenn ihr jetzt zum Beispiel das hier aufgeklebt habt, nicht, dass ihr das jetzt nachher so aufklebt, denn dann funktioniert es ja nicht. Also ihr müsst das dann nämlich quasi so aufkleben. Das mache ich jetzt ganz schnell. Also das habe ich übrigens gemacht mit dem, zeige euch die mal kurz. Das kommt nachher so. Wie gesagt, die Aufleger sind 4,3 auf 6,3 cm. Am schönsten finde ich das Ganze trotzdem mit Fotos. Aber ich habe jetzt hier was gestempelt und zwar habe ich hier auch wieder das Stempelset Weihnachten daheim verwendet. Ich habe hier einfach auch wieder, ich weiß nicht, auch Masking-Technik, glaube ich. Da habe ich mir auch ein Post-it abgerissen und habe hier so ein bisschen die Hintergründe gemacht, dass wir hier ein bisschen die Landschaft haben. Das habe ich mit den Fingerschwämmchen dann einfach ein bisschen drüber gepinselt und habe hier einfach ein bisschen kleine Landschaften gestempelt. Also ist alles aus dem Set Weihnachten daheim. Was ihr auch noch beachten müsst, bestempelt euch nicht das ganze Motiv hier, sondern wirklich nur die, ja, so ein Dreiviertel davon, nicht mal ganz, denn was hier vorne ist, das sieht man nicht. Ja, das war es jetzt nicht. Bei meinem Original hatte ich mich hier unten zum Beispiel verstempelt, das war vollkommen egal, denn das sieht man nachher alles nicht. Da sieht man immer nur diesen Teil. Auch hier sieht man zum Beispiel nur das, also gerade beim Spruch zum Beispiel aufpassen, dass ihr den recht weit links stempelt, nicht mittig, denn sonst sieht man das den halben Spruch nicht mehr. Das klebe ich mir jetzt einfach noch schnell auf. So, ich habe mir jetzt das alles schon aufgeklebt und habe mir auch schon das zweite jetzt gemacht. Also das ist dann genau gleich. Jetzt wollte ich euch noch ganz kurz was sagen. Nämlich, man sieht ja jetzt, dass die unterschiedliche Höhen haben. Das werdet ihr auch gleich verstehen, wenn wir das zusammenkleben. Dieses untere Teil hier ist jetzt das unterste bei mir. Das sollte eigentlich nicht so sein, es sollte das oberste sein. Aber ich zeige euch noch mal kurz meine Originalbox. Das ist ja diese hier. Wenn man diese Blume hier in die Mitte macht, was im Übrigen dann das nächste Video sein wird. Als nächstes kommt endlich die Blume dran, auf die schon so viele warten. Aber ich finde es eigentlich nicht ganz so optimal, diese Blume hier in die Mitte zu setzen. Da überlege ich nämlich noch, wie wir das machen könnten. Man könnte sie auch später auf den Deckel von der Box oben drauf setzen, dass man sie dort öffnet, denn wenn die hier in der Mitte ist, stört sie sich im Grunde mit der Mechanik hier. Also man muss die Blume erst runterdrücken und dann kann man das hier erst öffnen. Da ist mein Freund im Pool.
Ja, und der Beschenkte weiß es wahrscheinlich gar nicht, dass er das runterdrücken muss. Der probiert dann, oh, okay, das funktioniert nicht ganz. Der weiß natürlich nicht, dass er das runterdrücken muss. Und man sieht auch bei mir schon so langsam, dass sich dieser Teil ein bisschen nach oben klappt. Nichtsdestotrotz, wenn ihr trotzdem diese Blüte in die Mitte machen möchtet, eben, ich überlasse es euch, wo ihr die später hinmacht. Aber deswegen wäre es wichtig, dass der untere Teil nachher die oberste Karte quasi ist. Also nicht so, wie ich es jetzt eigentlich hier gemacht habe. Ich habe da am Anfang gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt setzen wir die ganz hoch. Und ich zeige euch jetzt, wie wir das machen. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei gleiche Teile. Ich habe jetzt eben ein zweites gemacht, habe jetzt hier auch schon das Abreißklebeband hin. Wir fangen also in dem Fall jetzt mit diesem hier an. Da müssen wir das Ganze einfach nur drehen. Das heißt, wir kleben es nicht so auf, sondern so, denn die Mechanik soll ja nach oben und nach unten gehen. Dazu nehme ich mir jetzt hier das Abreißklebeband weg. Wie gesagt, hier hinten gucken, dass ihr das Abreißklebeband auf die andere Klebelasche, wie nennt man das? Da, wo wir es auf jeden Fall zusammengeklebt haben, dass ihr darauf hinten dann das Abreißklebeband macht und entgegengesetzt hier vorne. Und ich bin schon wieder falsch rum, so rum. Also, jetzt kommt das hier, was nach unten aufgezogen wird, bündig hier drauf. So, und hinten drauf kommt quasi das hier, nämlich jetzt umgedreht. Wenn es sich abflümen lässt. Hier drauf, auch wieder bündig. So, und dann haben wir hier schon, na, solange das Ganze hier nirgends klebt, ist es auch blöd. Oder habe ich jetzt schon wieder was falsch gemacht? Doch, es funktioniert. So. Aber es geht sehr schwer. Ich weiß, doch, es geht. Das ist nachher besser, wenn das irgendwo. Ja. Also guckt wirklich, dass das gut läuft. Bei mir läuft es jetzt irgendwie gar nicht gut. Ich weiß nur nicht genau warum. Ja, ich klebe das jetzt mal zusammen. Wenn das nachher alles komplett ist, ist es auch einfacher, das auszuziehen. Also auf jeden Fall gucken, dass ihr das nachher so macht. Jetzt nehmen wir diesen Teil hier. Und da ist es jetzt egal, ob das oben oder unten. Da könnt ihr das entweder so oder so. Das ist eigentlich Wurst. Ich mache es jetzt so. Und den Teil auch wieder umgekehrt hier drauf. Schaut, dass das gerade ist, dass die sich nachher gerade ausziehen lassen. Ja, die läuft schon besser. Ich weiß nicht, was hier. Hier will es nicht so, wie es soll. Vorführeffekt. Schrecklich. Naja, wir kleben es jetzt mal zusammen und gucken, wie das Ganze jetzt wird. Dazu braucht ihr Dimensionals. Ich habe jetzt hier die Mini-Dimensionals genommen. Ihr könnt aber auch die großen nehmen und die auseinanderschneiden, wie ihr wollt. Und jetzt kommen unsere drei Teile in 7 cm auf 7 cm zum Einsatz. Nämlich nehmen wir jetzt, Moment, das muss das oberste sein, also fangen wir mit dem hier an. Da kommen hier einmal, ich nehme da lieber zwei an die Seiten-Dimensionals. Hier oben. Und dann nochmal hier. Natürlich nicht da drauf. So, jetzt können wir uns das hier abziehen. Ganz schön fummelig bei den ganz kleinen. So, und jetzt kleben wir das einfach mittig hier auf unsere Basis. Die sind ja ein bisschen kleiner. Schön mittig hier aufkleben. Jo. Jetzt machen wir das gleiche nochmal, nämlich hier. Auch wieder abziehen, dann kommt wieder so eine Lage drüber.
So. Das wieder schön bündig. Obendrauf. Und jetzt das gleiche hier wieder mit der Rückseite. Das ist nachher einfach ein schönes, dickes Sandwich. Flümel, Flümel, Flümel. So, und das kommt jetzt noch hier drauf. Und jetzt gucke ich mal, wo ich das jetzt heb. Müsste die Mechanik funktionieren. Ich sollte auch mal im Bild bleiben. Also hier will es nicht ganz so gut. Doch, aber es ist jetzt viel besser. Ich drücke es halt jetzt auch gerade runter. Also am besten ist es natürlich, wenn ihr da rumprobiert, wenn es wirklich nachher fertig ist. So. Ich wollte jetzt gucken, ob es geht, weil es bei mir so schlecht lief. Gleiche hier nochmal. Na, die Folie schon abgeflümelt. Hier auch. Ne? So, und jetzt kommt quasi schon unser Deckel hier drauf. Ich habe mir dann jetzt einfach noch den Aufleger in 3 mm weniger noch ausgeschnitten. Also der ist jetzt dann 6,7 auf 6,7, also jeweils so 1,5 mm Umrandung haben wir dann noch. Den klebe ich mir jetzt noch schnell auf, bevor wir das aufkleben. Kann man natürlich auch im Nachhinein machen. So finde ich es ein klein bisschen einfacher. Ich bin ja so ein motorischer Schiefkleber. Ich klebe alles schief auf. Zum Glück gibt es Tombo. So. Okay. Das ist übrigens aus dem Stempelset wie ein Weihnachtslied, dieses Stille Nacht. Habe ich das jetzt auch endlich mal verwendet. Und das klebe ich jetzt einfach noch hier drauf. Ja, das war das Stativ, Entschuldigung. So, und dann haben wir hier unsere Sliding Card schon fertig. Und ihr seht, bei mir stört sich das jetzt auch nicht mehr. Das funktioniert jetzt einwandfrei. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man das hier irgendwo noch festheben muss. Wenn das nachher fest irgendwo klebt, ist es natürlich am besten mit der Mechanik. Aber das war sie schon. Ich sehe, ich habe es hier ein bisschen schief geklebt. Also guckt, dass ihr das schön gerade aufklebt, dass es sich nachher auch schön gerade aufzieht. Ja, ist nicht so schlimm. Aber das war sie schon, total einfach. Und ich habe sie mir schlussendlich wirklich einfach nur hier unten Kleber drauf, reingeklebt, fertig. Wie gesagt, hier habe ich es andersrum gemacht. Also wenn ihr die Blume wirklich unbedingt in die Mitte machen wollt, was natürlich schon gigantisch aussieht, gebe ich zu. Aber von der Technik hier stört sich das ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ihr das, doch ich glaube, man sieht es. Das ist ganz unten und hier ist es dann oben. Und da muss man halt die Blume runter und ja, wie ich es halt erklärt habe. Aber das bleibt dann euch überlassen. Jetzt haben wir es gleich so gemacht, dass das der oberste Teil ist. Genau. Und im nächsten Video machen wir dann endlich unsere Blume. Dann hatte ich übrigens noch ein paar Fragen zu den eigentlichen Stempelsprüchen, die ich hier verwendet habe. Also beim Original, der Spruch, die Welt ist ein schönerer Ort, seit es dich gibt. Das sieht man so. Der ist aus dem Stempelset Blühende Worte. Das gibt es auch noch zu kaufen. Das ist im aktuellen Hauptkatalog 2017-2018. Und zwar ist das dieser hier. Das ist ein sehr schöner Spruch. Ich habe auch einige Sprüche aus diesem Stempelset hier verwendet. Zum Beispiel hier bei dieser Karte. Ich habe ja überall Bilder drin.
Eine Umarmung für dich ist auch aus diesem Stempelset. Was haben wir hier? Das Ich liebe dich zum Beispiel hier unten. Das ist auch aus diesem Stempelset. Das ist nämlich ein zweiteiliges. Das ist das Ich liebe dich. Ja, also da habe ich einige von dafür verwendet. Und ansonsten habe ich noch das Stempelset zum Nachwuchs. Heißt das, glaube ich. Ja, das gibt es aber leider auch nicht mehr. Hier das So süß zum Beispiel ist daraus. Oder was haben wir hier noch? Ja, hier sind noch Sprüche, die sind auch aus dem Set. Schön, dass du da bist. Die Welt ist gerade schöner geworden. Also ein süßer Spruch, aber leider gibt es das Stempelset nicht mehr. Deswegen, sonst hätte ich mit euch vielleicht diese Box so 1:1 nachgebaut, aber es gibt das Designerpapier nicht mehr. Gut, da hätte man anderes nehmen können, aber es gibt auch die Sprüche nicht mehr. Und ja, hier habe ich halt einfach den Namen von mir und meinem Schatzi. Damals waren wir 8 Jahre zusammen, jetzt sind es 9. Ja, die Box ist schon ein bisschen älter, aber einfach damit ihr das jetzt auch mal wisst, was ich hier alles so verwendet habe. Jetzt haben wir sie ja eben weihnachtlich. Weihnachten ist ja jetzt dann bald um. Ich muss mir wieder was Neues einfallen lassen. Ja, ich gucke, dass ich die Blume jetzt auf jeden Fall noch mache. Vor Weihnachten, glaube ich, schaffe ich die auch nicht mehr. Aber da probiere ich dann einfach irgendwie ein bisschen was Neutrales zu machen für diejenigen, die mitbasteln, dass ihr die jetzt nicht weihnachtlich haben müsst. Und dann fehlt eigentlich nur noch, jetzt hole ich sie nochmal. Ich muss hier gerade kurz schneiden. Hier ist doch tatsächlich ein Käfer über meinen Schreibtisch gewandert. Ich glaube, ich spinne. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Auf jeden Fall wollte ich euch, glaube ich, zeigen oder habe ich euch gezeigt, dass wir als nächstes dann diese, ich weiß nicht, wie man die nennt, Rollladenkarte oder so, die machen wir dann noch. Und ansonsten habe ich hier auch aus dem Framelit-Set mit Gruß und Kuss heißt oder Liebesgrüße. Weiß jetzt nicht mehr, aber es gibt es leider auch nicht mehr. Da gibt es ja diese kleinen Briefumschläge. Da habe ich dann so kleine Sprüche reingemacht. Ich fand das total süß, aber es gibt es halt leider nicht mehr. Aber wer das noch hat, ich denke, das ist dann selbsterklärend. Oder ich weiß gar nicht, ob man mit dem Envelope Punchboard so kleine Briefumschläge machen kann. Ich fand es einfach total herzig. Genau, hier haben wir noch was. Wo haben wir sie denn jetzt? Ich bin nämlich schon am nächsten Video vorbereiten. Das machen wir dann nach der Blume noch. Oder machen wir es kurz zwischendrin? Ich weiß es nicht. Eigentlich habe ich gedacht, wir könnten es hier noch hinten dran machen. Aber da mache ich jetzt doch ein separates Video. Dann haben wir ja noch diese Karte, die sich hier so aufklappt. Die machen wir dann noch. Und dann sind wir eigentlich durch mit der Box. Denn der Rest ist eigentlich wirklich, hier habe ich eine Schüttelkarte. Ich weiß nicht, glaube ich, das ist alles selbsterklärend. Das muss ich nicht mit euch zusammen durchkauen. Vor allem, ja, da meine ja jetzt auch weihnachtlich ist. Ich habe dann auch keine Lust mehr auf Weihnachten. Genau, nur damit ihr wisst, als nächstes kommt die Blume, dann kommt noch diese kleine Karte, die man aufklappt und die Rollladenkarte und dann sind wir eigentlich schon fertig. Die Technik für diese Karte haben wir ja schon. So, wir sind für heute schon wieder durch mit unserem Projekt. Also ihr habt gesehen, die Karte ist überhaupt nicht schwer zu machen. Das Einzige, was mir jetzt so schwer fiel, eben dort diese Motive, die ich da jetzt draufstempel, was soll ich denn da überhaupt jetzt noch drauf machen? Das sind so kleine Kärtchen und da jetzt irgendwas drauf zu stempeln, aber ich finde es jetzt eigentlich noch recht niedlich geworden. Wie gesagt, ich habe es ja alles mit Fotos gemacht. Ich finde es auch mit Fotos wirklich wunderschön, aber so seht ihr auch mal, was ihr mit Stempelmotiven Schönes machen könnt. Falls wir uns nicht mehr sehen vor Weihnachten, wünsche ich euch eine wunderschöne, besinnliche Zeit mit euren Lieben. Ich habe es zwar vor, dass wir uns noch mal sehen vor Weihnachten, aber ich möchte nichts versprechen. Deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal wunderschöne Weihnachten. Genießt die Zeit, bleibt trotzdem ein bisschen kreativ. Eure Daniela.